So, von da kamen wir her und da war der Ritter. Ja, nur wo ging's lang? Sackgasse. Noch mehr Ritterteile. Na gut. Oh. Den haben wir schon mal gedrückt. Na gut. Also setzen wir unsere Spur mal hier lang. Haben wir noch welche? Nö. Das sind Korbamit, die schmeißen wir mal nicht auf den Boden. Die werden wir wahrscheinlich noch für irgendwas brauchen. So, da einen hin. Und das war zu hoch, die Stufe. Und der hat kein Mana mehr. Ja. Zack, zack, zack. Nochmal, was in der Hand gelandet ist. So. Hier geht's nicht lang. Da wäre eine Abzweigung. Das ist auch eine richtige Abzweigung? Nein, das ist eine Sackgasse. Also, hier weiter. Hier weiter. Links oder rechts. Rasen wir mal kurz lang und gucken, ob hier irgendwo eine Sackgasse ist. Hier ist schon mal ein Gegner. Komm, gib uns Kämpferlevel. Wir hatten zwar gerade erst eins mit Zed, aber wir brauchen noch eins, mindestens. Damit wir das Schwert endlich mal richtig benutzen können. Was macht jetzt schon auf der zweiten Stufe mehr Schaden als das hier auf der dritten? Da bin ich echt gespannt, was die dritte für einen Schaden macht. Denn wir können alles gebrauchen an Schaden, das wir kriegen können. Unten diese Dämonen waren echt übel. Oh, gleich noch ein Trainingspartner. Schön, schön. Komm, greif uns nochmal an. Ich will gucken, wie viel Schaden du machst. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt, wo wir die Kettenhemden und so weiter wieder tragen, wir weniger Schaden bekommen als vorher. Also waren die Rüstung vielleicht in der Form verflucht, dass sie mehr Schaden durchlassen als andere Rüstungsteile. Sie sehen halt einfach nur aus wie Plattenpanzer, aber schützen vielleicht nur so stark wie Leder. Und hier sind jede Menge Abzweigungen. Das heißt, wir gucken nochmal kurz auf die andere Seite, ob das da schneller zum Ziel führt. Ganz langer Gang. Ich gehe mal von rechts in meine Wand lang. Und da ist unsere Spur schon wieder. Wir laufen hier im Kreis. Okay. Also. Da ist unsere Spur. Da ist unsere Spur. Dann müssen wir wohl rechts rum. Weil wenn wir links rumgehen, landen wir wieder da, wo wir angefangen haben. Also. Und schon wieder einer. Die respawnen ja richtig schnell. Also, falls ich nochmal eine Trainingseinheit einlege, dann wahrscheinlich hier irgendwo in der Ecke. Denn das scheint sich gut zu lohnen. Die machen nicht allzu viel Schaden. Die vergiften nicht, wenn ich es richtig gesehen habe. Und wir können die ganze Zeit draufhauen. So, zack, zack, zack. Hier lang. Da geht es nicht lang. Also setzen wir hier auch mal einen hin. Damit wir eine richtig schöne Spur haben. Bis zum nächsten Gang runter. Rechts rum oder geradeaus? Gucken wir jetzt mal kurz hier rein. Du gute Güte. Okay, wieder links zurück, links zurück. Und irgendjemand ist gut verwundet, sonst würden wir nicht so langsam laufen. Er ist verwundet. Er ist verwundet und die beiden hinterher nicht so sehr. Ja, aber das ist ein gutes Zeichen. Ja, so viel Schaden bekommen ist ein gutes Zeichen. Denn es das heißt, dass es da wahrscheinlich runtergeht. Also, legen wir hier die Spur lang. Es war einfach immer rechts an der Wand lang. So, das heißt, hier packen wir jetzt einen hin. So, und dann hier einen hin. So, Heiltränke. Du hast noch einen, du hast keinen mehr. Den kriegst du mal einen von ihm. Du machst einfach mal neue. So, und so, und so. Und ich nehme mal an, dass das Laternen gewesen sind. Weil die haben einmal eine Giftbolzen geschossen und einen Feuerball. Die Augen schießen ja, soweit ich weiß, nur Blitze. Und die kleinen Mönche Feuerbälle und Blitze. Aber Giftwolken machen nur diese Säureviecher und halt die Laternen. So, du hast zwei, du hast zwei. Du hast zwei und du hast zwei. Sehr schön.
Wollen wir dann hier schlafen? Also die Laternen sind noch ein Stückchen weit weg, aber ich bin mir nicht sicher, wie weit die laufen. Bereiten einfach mal einen recht starken Anti-Geist-Zauber vor. Und du auch. Na, so gut es halt geht. Und du nun Feuerball. Und hoffen das Beste. Du machst den mal zu Ende. So. Wenn sie uns verfolgt hätten, wären wir jetzt schon tot. Dann wären sie in die Ecke gegangen, hätten beide gleichzeitig einen Feuerball gemacht und das wäre es wahrscheinlich schon gewesen. So, also wir leben noch. Wir setzen weiter unsere Spur hier rum. Ah, jetzt muss wieder einer was. Ach, er hat noch gar nicht. Da rechts stand er. Rechts ist Nabi. Er ist gerade wieder zurückgegangen. Heiltrank. Hallo? Links. Ha, sehr schön. Hallo? Gut, dass wir uns nicht mehr one-hitten können. Jetzt können wir einfach mal stehen bleiben, warten, bis sie zaubern, den Schaden einfach einkassieren und ihn dann umbringen. Du stehst falsch. War der überhaupt sichtbar? Komm her. Der stand links. Ich habe rechts geschossen, er hat trotzdem den Schaden bekommen. Es werden mir doch langsam ein bisschen viele. Heiltrank, Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Noch ein Heiltrank. So, nächster Antigeistzauber. Noch ein Antigeistzauber. Und talang. Und ich sollte mal zwischendurch abspeichern, nur für den Fall. Ich meine, wir haben jetzt schon drei von den Laternen umgebracht. Das will doch was heißen. So, 61. Und gucken wir, was angeflogen kommt. Nö, kommt nichts angeflogen. Haben wir dich schon gedrückt? Nee, hatten wir nicht. Okay, also ist irgendwo hier wieder irgendwas aufgegangen. Das liebe ich doch. Gibt es hier mehrere Abzweigungen? Da geht's lang. Und ne, also es geht nur da lang. Das heißt, wir müssen eigentlich keine Spur legen, aber der Vollständigkeit halber hauen wir hier mal ein, zwei Brocken hin, damit der Geoman aus der Zukunft nicht zu verwirrt ist. So, hier auch noch einen. Und dann hoffen wir mal, dass es auch wirklich hier lang ging und das nicht einfach nur eine komische Ablenkung war. Den nicht. So, zack. Kommt was angeflogen? Nein, das ist gut. Hier ist irgendein Knopf. Oh, hier war das tanzende Fallgrubenrätsel. Gut, also hier wieder ein Dingens hin und ich schreibe mir auf meinen College-Blog drauf: Wir sind Level 12, drei unsichtbare Gruben, Plasmaspur. Tanzgruben, Komma, Plasmaspur folgen. So, keiner ist überladen, richtig. Er ist vergiftet, das dürfte aber nicht langsamer machen. Und wir haben die Geschwindigkeitsschuhe, da dürfte es echt kein Problem sein. Jo, sehr schön. Hier war der Master Key. Ich glaube, linksrum war ein Totenkopfschädel-Schlüsselloch. Gucken wir mal kurz. Jupp, dafür haben wir immer noch keinen Schlüssel. Was schade ist, denn es wäre bestimmt eine richtig nette Abkürzung. Ich hätte mir die ganze Schreibarbeit und Plasmaspurlegen sparen können. Aber gut, das wusste ich nicht vorher. Und hier geht's runter. Guti, dann wären wir schon auf Level 13. Na gut. Ich hätte mir echt merken sollen, wo dieses Lupenrätsel war. Mal rechts an der Wand lang. Aber in der Le hier war dieses Geistdingens. Und hier kam man runter, wenn man in dem Tanzgrubenrätsel runtergepurzelt ist. Goodie. Antigeist. 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 Und kaputt. Ja, also oben in der Leseecke stand auf den Schriftrollen, dass dieser Power Gem ganz unten im Gebirge magisch verschlossen wurde. Wir sind jetzt ziemlich weit unten.
Also tiefer unten als das hier waren wir noch gar nicht. Das heißt, eventuell ist hier wirklich das Rätsel gewesen mit der Lupe. Wo ist die Lupe überhaupt? Ah, da, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir hätten die irgendwo vergessen. Das wäre übel gewesen. So, was für Zauber bereiten wir vor? Wir bereiten erstmal unsere Stäbe vor, falls wir keinen Mana mehr haben. Wir bereiten den vor für magisches Schild. Wir nehmen den Würfel als Panikknopf. Heiltränke haben wir noch genug. Ja, jeder hat mindestens ein, das ist gut. Oh, nee, nicht jeder hat mindestens ein, das ist nicht gut. Elijah, du hängst eh ein Priester-Level hinterher, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also hinter Nabi. So, wo du gleich dabei bist, kannst du ja noch ein paar mehr machen. Ja, Gosmog hat auch noch jede Menge Flaschen. Kann Nabi auch noch Mana verbraten? So, denn wenn wir es jetzt nicht machen, müssen wir es in der nächsten Folge irgendwann garantiert machen. So. Genug Tränke. Feuerstab. Das, das, das. So. Das Ding ist weg. Schlafen wir mal ganz kurz. Wir wissen hier unten bisher nur davon, dass diese komischen Feuer da sind und die Dämonen. Wobei die Dämonen in einem bestimmten Raum waren. Hier liegen übrigens keine Plasmaspuren mehr jetzt, weil hier in der Level müssen wir uns eh noch umgucken. So, ich laufe einfach mal ein bisschen wirr in der Gegend rum. Also hier kommen wir rund, hier kommen wir her. Wenn wir rechts rumgehen, kommen wir zu dem Teleporter nach oben und der Runterfallgrube von den Teleporter, schon in den Tanzrätsel. Wenn wir hier rumgehen, kommen wir hier wieder zu der Treppe nach oben. Wenn wir hier lang gehen, haben wir eine Abkürzung. Das heißt, es geht nur hier lang weiter. Und hier höre ich schon Dämonen rumtanzen. Jo. Gut. Legen wir uns mal mit denen an. Ich bleib erstmal hier hinter der Ecke. Speicher kurz ab. Unter 62. Schlaf dann dreisterweise hier einfach. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass die Dämonen da in dem Hauptraum bleiben. Ah, Moment. Das Rätsel mit der Lupe kann nicht hier unten gewesen sein, weil wir waren noch nicht hinter den Dämonen. Also müssen wir uns hier oben umgucken. Also Level 13, Dämonen, das schreibe ich mir schon mal auf. Level 13, Dämonen, Ausrufezeichen. So, jetzt hätten wir hier unsere Spur, um nach Level 11 zu kommen. Aber wir wollen gar nicht nach Level 11, wir wollen gucken, wo die Lupe gebraucht wird. Das heißt, wir gehen jetzt einfach da lang, wo keine Spur ist. Hier gab es eh nur einen Weg, ne? Ja. Also wir gehen dahin, wo keine Spur mehr ist und erforschen da ein bisschen. Und wenn wir dann hier nichts finden auf der Etage, gehen wir in die nächsthöhere, in die nächsthöhere, in die nächsthöhere. So lange, bis wir das doofe Ding endlich gefunden haben. Und ich laufe jetzt doch den Chromomit-Dingern hinterher. Also wirklich viel über die Lupe weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass noch irgendwas anderes in der Nähe war. Also irgendwie eine Druckplatte oder eine Abkürzung aller Schädelschlüssel. Wir sollten vielleicht mal die Fußstapfen zaubern. Fußstapfen waren Viereck, Yin-Yang, Schüssel. So. Dafür die Spur lang, also gehen wir mal hier rein. Ein Knopf, den wir schon gedrückt haben, der irgendwas gemacht hat. Was war denn da drin? Na gut, kann uns egal sein. Ach, hier waren die verschiedenen Schlüssel. Ah, es könnte hier irgendwo gewesen sein, aber ich bin mir echt nicht sicher. Also, falls ihr das Spiel auch nochmal spielt, schreibt euch unbedingt auf, wo das Rätsel war. Spart euch eine Menge Sucharbeit, wie ihr gerade sehen könnt. Und ich hoffe echt, dass dahinter dieser Edelstein ist, denn wenn das nur für irgendwas Optionales ist, dann mache ich mir gerade jede Menge Arbeit umsonst. So, hier war eigentlich nur der große Raum, wo in der Mitte
Die Rüstung war mit dem Schlüssel. Hier waren so kleine Nahrungskämmerlein. Die brauchten wir nicht. Und warum ist hier eine geschlossene Tür? Ha. Kriegen wir dich auf? Nein. Können wir durch die durchgucken? Das und das. Ja, dahinter geht's irgendwo lang. Da ist auch ein Viech. Und da sind noch ein paar Geschwindigkeitsschuhe. Also ja, ich würde wirklich gerne dahinter. Nur wie? Und wir brauchen was zu essen. Oh, und wir haben nichts zu essen, richtig? Richtig. Die Hasenpfote kann man leider nicht essen. Aber wir haben noch oben, nicht in der Rumpelkammer, aber auf dem Weg zur Rumpelkammer, haben wir irgendwo noch eine Kiste mit Essen, wo das Drachensteak drin ist. Das heißt, das könnten wir im Notfall noch holen. Da müssten wir einfach nur der Kobamitspur folgen oder der Plasmaspur. Aber eigentlich wollte ich nicht nochmal nach oben, wenn es nicht sein muss. So, irgendwo muss hier doch ein Secret sein, dass man in den Bereich kommt, wo die Schuhe lagen. Ja, hier ist hinter den Wänden überall und die komische Treppe. Das kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Obwohl die Treppe nach oben. Gehen wir mal kurz. Wir folgen der Kobamitspur zurück. Das ist, glaube ich, die Treppe, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Also klar, eigentlich ist sie von hier nach da oben und nicht 180 Grad gedreht. Aber ich glaube, wenn wir jetzt von hier durch die Wand gucken würden, würden wir die Treppe auch auf uns zukommen sehen. Das können wir kurz mal testen. Ja, seht ihr, die Treppe kommt angeblich auf uns zu. Dabei ist sie hier schon auf uns zukommend. Also ja, das ist die Treppe, die wir von hinten gesehen haben. Das heißt, hier hinter irgendwo ist der Bereich, wo die Schuhe drin sind. Da müssten wir gleich die. Ah, der ist mal so schnell vorbei. So. Hier müssten wir gleich die Treppe irgendwo sehen. Da ist die Treppe. Da ist ein Gang hinter dieser Wand. Und da ist ein Raum hinter der Wand. Und hier schon wieder dicht. Also ist hinter der Treppe irgendwo ein kleiner Absatz, wo man denn da rein kann. Aber hier sind wir schon einmal alle Wände lang. Da ist noch das Gitter. Ist das Gitter, das wir vorhin gesehen haben? Da ist eine offene Tür. Ne, es ist nicht das Gitter. Es ist das Gitter. Okay. Jetzt sind wir in dem Raum, den ich eben gerade gesehen habe. Aber das ist nicht der, den wir haben wollen. Vielleicht müssen die Fackel da rein. So, nochmal Sichtzauber. So. Da sind die Schuhe. Da wollen wir hinter. Aber hier ist nirgendwo was zu drücken. Nirgendwo was Illusionsartiges. Können wir dich vielleicht irgendwie. Nö. Also ja, wir müssen durch die Tür da durch. Wie auch immer. Ja, da ist ein kleines Loch. Was können wir da reinstecken? Münze hatten wir schon probiert. Den Feuerstab. Gluck, gluck, gluck. Gluck. Fackel. Auch nicht. Wir können jetzt wild hier rumdrücken, aber. Können wir die vielleicht sprengen? Also ich weiß, in dem Add-on konnte man Türen sprengen. Also auch so eine stabilen Türen. Aber hier anscheinend nicht. Ärgerlich, denn wir sind jetzt ja schon so schön schnell. Ich will nicht wissen, wie schnell wir dann sind, wenn wir zwei von den Schuhen anhaben.
kann ich bestimmt innerhalb von 5 Minuten wieder hoch ins erste Level laufen oder so. Tür zu, vielleicht mal Licht ausmachen. Das war auch irgendwo mal ein Rätsel, aber ich glaube, es war in einem anderen Spiel. Und wir haben trotzdem noch Licht. Was soll denn das? Also macht der Feuerstab vielleicht Licht? Nö. Jetzt darf ich rausfinden, was von den ganzen Gegenständen hier noch Licht macht. Du? Nö. Dunkelheitszauber, den haben wir weggeschmissen, oder? Das waren die Tränke. Ne, Dunkelheit. Bolzenzauber, E-Stier. Bolzenzauber, E-Stier. Bolzenzauber, schlafen. Wahrscheinlich haben wir einfach zu viel Fackelzauber trainiert zwischendurch. Das hält immer noch an. So, Bolzenzauber, E-Stier. Bolzenzauber, E-Stier. Bolzenzauber, E-Schlafen. Obwohl wir eigentlich nicht so viel schlafen sollten, denn wir haben langsam kein Essen mehr, aber gut. Nö, geht nicht. Schade. Echt schade. Denn wenn es wirklich daran liegt, dass wir hier nicht im Dunkeln hocken, dann können wir das Rätsel hier nicht lösen. Aber wenn es wirklich mit dem Dunkelheit zu tun haben würde, dann müsste es irgendwo hier an der Wand stehen. Denn wer kommt sonst auf sowas? Aber gut. Lassen wir die Schuhe Schuhe sein. Gehen wir weiter auf die Suche nach dem Vergrößerungsglas. Und ich sehe gerade, ich bin schon 7 Minuten über der Zeit, also speichern wir mal ab. LP 63 und in der nächsten Folge suchen wir dann weiter nach den doofen Dingen. Also bis gleich.